Herzlich willkommen hier aus Teneriffa. Mal wieder an einem Freitag in einem unserer Schwimmcamps. Ich muss ein wenig lauter sprechen, weil wir ja doch, und das sehen wir jetzt hier im Hintergrund, ein paar ordentliche Wellen haben. Zum Einstieg ist das nicht immer leicht, wie wir jetzt gleich sehen. Und da ist er wieder. So schnell kann es gehen. Wir wollen heute mal die Frage klären. Ach so, habe ich schon gesagt, herzlich willkommen hier bei DogSwim. Wollen wir die Frage klären, wird man durch technische Übungen eigentlich beweglicher? Hilft das der Beweglichkeit? Darf man erwarten, dass sich die Fähigkeit der Beweglichkeit verbessert oder nein? Darauf gibt es jetzt gleich eine Antwort. Ich versuche jetzt auch mal hier ins offene Gewässer zu springen, meinen Weg zu bahnen. Und dann geht's gleich los. Wish me luck! So, 700 Meter weiter haben wir uns hier versammelt. Und da wollen wir doch gleich nochmal uns Gedanken darüber machen, wofür ist Beweglichkeit denn wichtig? Wir picken mal zwei Punkte heraus, denn wir wissen ja, dass die Qualität der Beweglichkeit einen direkten Einfluss hat auf die Güte der Wasserlage. Bedeutet, je mehr Beweglichkeit vorhanden ist im Schultergelenksbereich, umso ruhiger kann die Wasserlage sein, was wiederum dazu führt, dass wir geringere Widerstände erzeugen und im Endeffekt schneller schwimmen können. Ein weiteres Beispiel widerfährt uns gerade hier im offenen Gewässer, zum Beispiel bei Wellengang. Ist es so, dass wer beweglicher ist, auch hier die Arme höher heben kann, über die Welle hinweg den Arm hebt. Andere hingegen, die weniger beweglich sind, bleiben einfach hängen, haben also weniger Möglichkeiten, die Bewegung den Erfordernissen anzupassen. Also auch hier gibt es viele, viele Argumente für die Beweglichkeit und deswegen sollte man sich auch drum kümmern. Aber unsere Ausgangsfrage war ja die, können wir über technische Übungen die Beweglichkeit verbessern? Und da gibt es eine sehr klare Antwort. Nein. Denn auch hier, wenn wir jetzt von einem Dehnungsreiz zum Beispiel sprechen, auf die Muskulatur, dann sollte eine Dehnposition ja mindestens mal 12, besser sogar 20 Sekunden gehalten werden. Das schaffen wir ja bei den technischen Übungen gar nicht. Das heißt also, wir haben eine Dehnung und wieder mehr oder weniger eine darauffolgende Kontraktion. Das reicht nicht, um den Muskel in seiner Länge zu verändern, dauerhaft, sondern das muss man an Land vorbereiten. Und deswegen auch unser Appell zur Beweglichkeit. Da gab es ja schon mal eine Serie zu diesem Thema. Also schau, dass du an Land deine Übungen durchführst, die dir die Voraussetzung schaffen, im Wasser dann dich besser bewegen zu können, auch natürlich dann die Übungen auf einem höheren Qualitätslevel durchführen zu können. Und dann hast du auch wirklich was davon. Jetzt wollen wir noch mal kurz auf die Gruppe warten. Nein, es dauert noch ein bisschen, dann können wir noch weitersprechen. Also schau doch, dass du Übungen durchführst in Haltepositionen, zum Beispiel, wie ich sagte, 12 bis 20 Sekunden oder auch unser allseits beliebtes Schwingen, denn das Schwingen aus dem Schultergelenk ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass wir das Schultergelenk entsprechend mobilisieren, den Arm aus dem Schultergelenk heraus bewegen können. Wir sprechen ja gerne vom Thema des Entkoppelns, dass wir versuchen, die Antriebselemente, die Arme vom Rumpf zu entkoppeln, denn jedes Vortriebsmodell in der Natur, in der Technik besteht immer aus einem festen Chassis. Es gibt nirgendwo ein gut funktionierendes Vortriebsmodell, wo sich das Chassis mitdreht oder windet, wendet, rotiert. Es ist immer so, Effizienz besteht dann, wenn das Chassis ruhig und stabil ist. Natürlich auch hinsichtlich der Kraftübertragung achtest du als Radfahrer, als Triathlet ja auch darauf, dass zum Beispiel beim Kauf deines Fahrrades das Tretlager eine maximale Steifigkeit bietet, damit die Kraftübertragung gut funktioniert. Also das sollten doch viele gute Argumente für dich sein, auch an Land Schwimmen zu trainieren. Wir sagen gerne, mitunter hat man ja vielleicht nur zwei, dreimal in der Woche Zeit, ins Wasser zu gehen. Du kannst aber noch drei Schwimmeinheiten oben drauf setzen, wenn du an Land trainierst, zu Hause oder eben auch vor dem Wassertraining einfach mal 20 Minuten früher im Schwimmbad eintriffst
sodass du deine Übungen durchführen kannst. Also auch hier viele Möglichkeiten. Nicht verzagen, nicht rumjammern, dass du nicht genügend oft schwimmen kannst. Es bieten sich so viele Möglichkeiten, an Land die Schwimmperformance zu verbessern. Durch das Beweglichkeitstraining, Krafttraining, Schwingen, alles Mögliche. Viele, viele tolle Möglichkeiten. Und wir sehen da hinten, unsere Gruppe ist jetzt komplett hier angekommen, bevor wir zum Playa del Duque schwimmen und dort an Land gehen. Machen wir jetzt ein paar schöne Aufnahmen und schau dir diese Aufnahmen doch einfach mal an. Zurück nach La Caleta, nach unserem kleinen Ausflug hier an den Playa del Duque. Wir wollen aber unser Thema noch mal abschließen, denn selbst wenn die technischen Übungen noch so kompliziert verschachtelt sind mit Hochziehen, Reißverschluss in die Achsel, am Kopf tippen und nach vorne, das sieht zwar kompliziert aus und man dürfte annehmen, das hilft der Beweglichkeit, aber es ist nicht wirklich so. Eigentlich sollte man solche Übungen umbenennen in Sensibilisierungsübungen. Dann wird nämlich klar, es geht nur darum, die Bewegung noch mal bewusster wahrzunehmen. Aber es führt nicht dazu, dass wir technisch besser werden. Das muss uns allen klar und bewusst sein. Insofern hilft uns das Training an Land mitunter eben viel, viel mehr als das Training im Wasser, wenn es um ganz spezielle Aspekte geht. Nimm das doch einfach mal mit und nimm vor allem die Motivation mit für dich selber, zu Hause dir ein Trainingsprogramm zusammenzustellen, das dir hilft. Oder aber, und das ist natürlich auch eine extrem gute Variante, du kommst mal zu uns und wir sprechen hier dann genau über deine Baustellen, über deine Potenziale, denn unser Trainingsprogramm hier ist so aufgebaut, dass vor allem jeder für sich auch mal einen Rückschluss ziehen kann auf seine Leistungsparameter und wo die größten Potenziale liegen, denn das kann ja individuell sehr, sehr unterschiedlich sein und deswegen geht es im Training immer darum, Informationen zu geben und das ist doch wirklich ein sehr, sehr hohes Gut, dass wir hier weitergeben und damit kannst du dann auch viel anfangen. Und damit jetzt auch Ende over. Wenn du mal zu uns nach Teneriffa kommen möchtest, dann schau hier oben auf die Website t3-training.de und dann schwimmen wir hier vielleicht mal in einem unserer Camps an der Südküste Teneriffas. Wäre das schön. Es ist immer wieder herrlich. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sprechen uns nächste Woche zum ähnlichen Thema. Was können Technikübungen bewirken? Werden wir durch Technikübungen denn überhaupt kräftiger? Dieser Frage wollen wir mal nachgehen. Danke, bis nächste Woche. Tschüss.